Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das hat so gut wie alle getroffen. Oh, ich glaube, die sind sogar schwächer als die letzte. Warte mal, ich habe doch hier meinen Superzauber. Der ist doch für so eine Kämpfe hier wunderbar geeignet. Oh, na, super ist denn doch nicht. Oh, ich mag hier nicht sterben. Ich meine, jetzt habe ich ein Autosave drauf, aber... Noch nicht. Er hat relativ viel Cooldown, fällt mir gerade so auf. Ja, der Feuer. Du hast halt eine Fähigkeit mehr, aber da fällt mir ja nicht gerade ein. Warum macht mir das eigentlich so schwer? Ich habe doch gerade noch... noch lustige Fertigkeitsbücher gefunden. Mit denen kann ich doch hier... Oh, als nächstes muss ich das wohl wirklich mal leveln hier. Wie viel macht das jetzt an Schaden? 132 Schaden. Naja, das geht ja eigentlich schon so halb. Aua, ja wirklich. Ich kann nicht. Ist das ja noch so ein Abgrundwächter-Soldat? Hallo? Ah, das ist ja auch auf Cooldown. Oh Gott. Alles auf Cooldown hier. 78 Sekunden ist ja noch alle Zeit der Welt. Es fehlt sich mir ein bisschen an Musik. Ist ein bisschen still. Warte mal jetzt hier vielleicht, wenn ich mich ein bisschen schön hinstelle. So. Ah, Gott. Aber diese Massenkämpfe nerven mich immer ein bisschen, weil das... Du bist ja nicht... Ne? Schwebt ja nicht irgendwo noch der... Ja, da oben schwebt der Göttliche. Wollte mich gerade... Ah, nein, nee, schnell, schnell, schnell. Alles einsammeln, bevor ich... Waren es alle? Seine Magie ist dem Chaos nicht gewachsen. Wir werden wie immer auf sie. Ja, dachte ich mir schon. Bei allen sieben Göttern, böser Drache, seid verdammt. Lange könnt ihr nicht mehr fliehen, denn das Glück hat euch verkannt. Ach, das glaube ich nicht. Den Untergang habe ich verhindert. Ein weiteres Mal. Und ich werde es wieder tun. Zu welchem Preis, egal. Mögen eure bösen Schergen niedersinken in dem Blut, das in Strömen wird entfließen eurer Herzensglut. Ich frage mich, ob man Ghostwriter hat oder ob er sich den ganzen Mist selber ausdenkt. Findet ihr Betonungspunkte, wenn diese automatische Liste oder bla 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 hatten wir schon. Gut gemacht. Eure Kraft ist erstaunlich, wenn ihr seinen Versuchen entkommen könnt, euch in einen Kristall zu zwängen. Er ist kein einfacher Gegner. Ich spreche da aus Erfahrung. Gott, wie alt ist er denn? Sind denn hier alle irgendwie von Anno dazu mal? Mann, 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 Mann. Soll ich verkaufen? Ja, müde. Ich wollte doch gar nicht ins Rathaus. Ich wollte eigentlich auf den Marktplatz. So, ich bin übrigens noch nebenbei gelevelt. Aber ich muss sowieso erstmal gleich zum Drachenturm, nachdem ich mein Zeug verkauft habe. Weil das Leveln bringt mir so gar nichts. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum hier draußen eigentlich so viel Essen rumliegt. So, ich verkaufe jetzt meine Ausrüstung einfach hier beim Fischhändler. Wir sollten gescheite Rüstungen kaufen, Decius. Nein, das denke ich nicht. Nein! Ja, Schwerter, der Kunde ist königlich behandelt. Okay, super. So, Drachenzauberer, das möchte ich eigentlich alles behalten. Beim Drachenzauberer. Sag mal, habe ich nicht mittlerweile die komplette Drachenzauberer-Rüstung? So, ich hau jetzt erstmal hier alles weg. Ja, möchte ich. Ist mir eigentlich wumpe, ob die besser sind, weil es hat sich ja bis jetzt auch noch nicht so richtig gezeigt, ob welche Ausrüstung. 10. Mana-Entzug, das kann hier nicht die Fähigkeit, die ich leveln will. Es hat sich bis jetzt noch nicht so richtig Gürtel des Vipernordens, Taurus Armband. Also, die Legendary-Items behalte ich natürlich alle. Obwohl sich das mittlerweile auch irgendwie ganz schön ansammelt, das Zeug. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob die epischen Sachen wirklich die besten sind. 3 zu Lebensopfer, passive Dinge. Aha. Drachenzauberer-Ohrring? Na gut. Gibt es ja nicht nur etwas Cooles im Angebot, wie zum Beispiel eine supergeile Einhandwaffe? Trotzender Hammer. Die Belagerung von Trojana während des Großen Krieges hat traurige Berühmtheit erlangt. Die Einwohner der Stadt fühlten sich hinter den unüberwindbaren Mauern absolut sicher. Der einzige Zugang zur Stadt, der Adelstor, war mit dem Schloss von Tifolos versehen, das nicht zerstört werden konnte. Die Einwohner der Stadt standen auf den Mauerzinnen und lachten und spotteten über die einzelnen Zauberinnen des Schwarzen Ringes, die gemächlich und Schritts aus dem feindlichen Lager auf sie zugelaufen kamen. Doch dann geschah das Undenkbare. Ein einziger Hieb mit ihrem Hammer ließ das Schloss zerbersten und das Tor stand offen. Bevor die Belagerten die Möglichkeit hatten, in Panik auszubrechen, stürmten die Armeen des Schwarzen Ringes die Stadt und verbrannten und schändeten und schlachteten alles, was sie finden konnten. Das war das Ende von Trojana und dies ist der Hammer, der dafür gesorgt hat. Hey, der trotzende Hammer, was kann der denn so Schönes? Macht auf jeden Fall mehr Schaden als mein Item. Ich glaube, das Ding kaufe ich mal eben. Der kostet ja nichts, wa? Der kostet ja wirklich nichts im Vergleich zu dem Deodatus Streitkönig. Aber hat die lauter Legendaries im Angebot? Den kaufe ich auch. Ich meine, hey. Und unsichtbarer Tod. Also legendäre Gegenstände gefallen mir, da kann ich Geschichten vorlesen, das mache ich jetzt mal kurz. Unsichtbarer Tod war ursprünglich nicht der Name dieses Bogens, sondern seines Besitzers, der sich diesen Namen dadurch verdient hat, aus dem Schatten hinaus anzugreifen und wieder zu verschwinden. Er war so gut da drin, dass niemand wirklich weiß, wer er wirklich war, außer dass der Attentäter-Gilde von Verdistes angehörte. Egal, der Bogen ist, glaube ich, auch besser als den ich habe. Ja, wollt ihr diesen, ja, möchte ich gerne kaufen, den trotzdem Hammer möchte ich bitte auch haben.
und Deodatus Streitkolben. Bevor Deodatus Erzmagier und faktisch der Herrscher über die Stadt der Heiler wurde, war er ein wilder Krieger, der sich häufig dem jungen Richard von Alleroth auf seinen Goblin-Jagdreisen anschloss. Da sie es dabei auf die Herzen dieser Kreatur abgesehen hatten, setzte er vornehmlich einen schweren Streitkolben ein, mit dem er die Goblins durch einen einzigen vernichtenden Schlag auf den Kopf dahinraffen konnte, ohne die gewünschten Organe zu beschädigen. Schön. Warum wollte Richard eigentlich mal die... Oh Gott, was gibt's denn hier noch alles? Zweihandschwerter mag ich ja nicht, deswegen kaufe ich das nicht, aber... Vor langer, langer Zeit hat einst ein Drache einen Ritter darum... Bart... ihm sein Schwert zu borgen. Der Ritter war etwas überrascht, willigt aber ein, nur um dann verblüfft mit anzusehen zu müssen, wie seine treue Klinge als Zahnstocher missbraucht wurde. Das war kein gewöhnlicher Verwendungszweck für das Schwert eines Kriegers, aber der Ritter mochte sich nicht beschweren, denn der kurze Aufenthalt im Maul des Drachen hatte der Klinge starke magische Eigenschaften verliehen. Ja. In den alten Tagen wurde verurteilte Verbrecher auf den großen Marktplatz von Alleroth mit diesem Schwert enthauptet. Seitdem aber der erste Henker gerichtet wurde, der sich der Erpressung des Mordes schuldig gemacht hatte, haben die nachfolgenden Enthaupter die Finger davon gelassen, weil sie der Meinung waren, dass das Unglück über sie bringen würde. Schade für sie. Klinge des Enthaupters. Aber es sind 200, 200 sind doof. Haben wir hier noch welche coole? Aber hat der andere vielleicht auch noch legendäre Gegenstände im Angebot? Was haben wir hier noch? Krall des Raben? Einhandachs? Die ist aber schlechter. Diese grausam geformte und boshaft gefertigte Axt wurde im Feuer eines Vulkans geschmiedet und im Blut eines sterbenden Dämons abgekühlt. Als der Schmied mit seinem Meisterwerk aus dem Berg herauskam, war das erste, was er zu sehen bekam, ein Rabe, der ihn musterte. Und so kam diese Waffe zu ihrem Namen. Krall des Raben. Claw of the Raven. Was ist das jetzt? Hat sie vielleicht noch tolle Fischgerichte? Und zurückkaufen? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Achso, hier, das Ding kommt auch weg. So, war das jetzt alles? Da und alle. Ja, ich muss weiter. Was? Ich habe gerade ordentlich bei dir eingekauft, also bitte, Mädel. So, dann haben wir jetzt... Nee, die edle Spiel Kriegsachs. Ach. Ist eigentlich egal. Kriegshammer des Erzmagiers? Ach so, den hatte ich sonst mal angerüstet. Ich habe meine edle schwere Kriegsachs. Warum ist... Ach so, die ist gar nicht... Warte mal, erstmal hier. So, jetzt habe ich auf jeden Fall... Der Bogen ist doch definitiv besser, oder? Oh ja, ja, der ist besser. So, der trotzende Hammer, der kommt auf jeden Fall. Achso, Deodatus Streitkolben habe ich gleich automatisch ausgerüstet. Ein unheimlichen berüchtigten Banditwieber gehört. Das Schild des großen Champion Taurus. Na toll. Gut. Achso, das war natürlich Ursulas Bogen. Ach, vorher hatte ich Ursulas Bogen. Der war gar nicht so alt, wie ich dachte. Also, mir fehlt übrigens immer noch der Armbrett. Warte mal, ich muss mir mal kurz umrüsten hier. Erstmal die Drachenzauberer-Rüstpanzer. Dann den Drachenzauberer-Dingensbummens. Was macht denn das Ding überhaupt? Ich lege hier mal irgendwelche Ausrüstungsgegenstände an, wo ich gar nicht weiß, ob die was bringen. Der Drachenzaubererhelm, oh Gott, der macht ja nur negative Sachen, aber macht immerhin. Ja, erhöht meine Fernkampf. Ach komm. Das. Ach so. Ja, das sieht irgendwie böse aus, muss ich sagen. Mir fehlt noch eine Drachenzaubererhose. Damit sieht ja gerade mein Outfit so ein bisschen zwiespältig aus. Was haben wir hier noch? Ein schönes Ohrring des Erzmagiers von Alleroth, Gürtel des Bannerbus, Taurus Armband. Ja, ganz heißig. Ja, es fehlt auf jeden Fall noch die. Die Drachenzauberer. Ja, der Beinschutz fehlt noch, sonst habe ich alles. Mensch. Na gut, ist auch nur ein kleineres Set, ne? Das ist mir immer eine Frage. So, warte mal, hat der auch etwa Legendaries im Angebot? Warte mal. Nö. Erstmal nicht. Moment mal, jetzt geht's hier aber los. Stolz von Flussheim, Flussheim, Flussheim. Der Stolz von Flussheim ist ein berühmter Brustpanzer, der während des Großen Krieges geschmiedet wurde. Der Göttliche höchstpersönlich hat im März nur einmal in den zahlreichen blutigen Schlachten gegen den Schwarzen Ring getragen. Nee. Heilige suchenden Beinschutz. Rüstungen des neuen Ordens wie diese hier sind häufig zeremonieller Natur, doch ab und zu stößt man auf einzelne Teile, die tatsächlich für den Einsatz im Kampf angepasst wurden. Dieser Beinschutz ist ein großartiges Beispiel dafür, dass die Suchenden nicht einfach nur religiöse Männer und Frauen sind, sondern durchaus auch als Krieger und Zauberer glänzen können. Abend kenne ich doch die, ich habe doch mal so ein Schwert gehabt. Lord Abends Erbstücke werden wie so viele persönliche Gegenstände von berühmten Zeitgenossen in der Geschichte Rivellons in verschiedene Drachentöterlagern oder Gebetsschreinen in zahlreichen Städten geschickt. Wie sein Helm auf dem großen Marktplatz von Alleroth landen konnte, ist nicht bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass der Schwarzmarkt da keine geringere Rolle gespielt hat. Drachenfluch Brustpanzer. Diese Rüstung weist Schnitte, Verbrennungsspuren und andere Schäden auf, die beweisen, wie sehr die sich in der Schlacht bewährt hat. Man munkelt sogar von Drachen, die beim Anblick von Kriegern, die diesen Brustpanzer trugen, geflohen seien. Das erklärt auch den Namen. Rodas Beinschutz. Dieses Rüstungsteil gehört Kommandantin Roda, bevor sie ihre Blutstaffelrüstung kam. Wenn ihr einen Gegenstand besitzen wollt, den die berühmteste Drachentöterin getragen hat, dann müsst ihr hier zugreifen. Ach, naja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die fake sind. Armschienen der Orobas-Belagerung. Jeder Erzeuger der Belagerung von Orobas Festung wurde, weiß um die Zerstörung, die eine Gruppe von Drachentötern anrichten kann. Jene, die an der Belagerung teilgenommen haben, waren die besten in ihren Reihen. Das galt auch für ihre Ausrüstung. Hört jetzt aber langsam mal auf hier.
Mehr legendäre Gegenstände haben wir nicht. Lord Loves Armschienen. Gott, Loves, die alte Sau. Die Menschen haben Lord Loves viele Namen gegeben. Der Eroberer, der Große, der Blutige, der Tyrann und so weiter. Aber ganz gleich, ob man ihn gehasst oder bewundert hat, war man sich über etwas stets absolut einig. Die Qualität seiner Rüstung. Leider gibt es nicht mehr viele dieser meisterhaften Relikte der besten Schmiedekunst, sodass aktive Krieger wie auch eifrige Sammler horrende Summen für Einzelteile wie diese Armschienen abzugeben bereit sind. Ich habe übrigens kaum noch Geld, fällt mir gerade so auf. Ich sollte vielleicht mal ein paar Sachen loswerden. Was, der zeichnet sich durch seine intensive Wärme aus? Komm, die Eisenachse kann weg, aber die ist leider auch nichts wert. Das sieht man, wie alt mein Equip ist, ne? Damit hätten sich meine Geldprobleme natürlich auch irgendwie wieder neu angefangen, ne? Naja, gut. Ich glaube, ich habe aber noch... Euch zu sehen, Drachenritter. Beehrt mich bald. Verdammt, da fällt mir gerade ein, das ist vielleicht wirklich gar nicht so gut, dass ich jetzt hier Geldprobleme habe, weil ich wollte ja eigentlich zurück zu meinem Drachenturm und zum Trainingslager und das Ausbilden kostet ja auch ein bisschen Geld. Also, ein bisschen mehr Geld. Hallo, ich weiß nicht, wie auch immer du hießt. Herr Moser, Mensch. Seid ihr wieder da? Ich bin bereit für eine weitere Runde. Na, ja, dann los. Ich hätte gerne Polymorph Feuerwand. Ach, na gut, es geht ja noch Feuerwand. 5000. Naja. Verdammt! Da hört es schon wieder auf. Ja, die Rüstung sieht irgendwie böse aus. Die erinnert mich an. Hatte nicht hier. Wie ist er denn? Kollege Schnüschuh. Mann. Lord Loves. Der hatte doch auch eigentlich diese. Der hatte doch auch diesen Helm auf und das ganze Zeug. Vielleicht hätte ich den doch nicht so leicht gehen lassen. Ich hätte ihn erstmal seine Rüstung abziehen lassen. Ich meine, seine. Komische Leiche hat die ja trotzdem irgendwie gewissermaßen getragen. Dum, 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 dum. Dum, dum. Achso, jetzt kann ich natürlich auch leveln. Fällt mir gerade so ein. Stärke ist ein bisschen niedrig. Gewandtheit hätte ich auch. Ach komm. Ich steige mal ein bisschen leider Lebenskraft, damit ich mehr wegtanken kann hier. Dieser Tat im Leben, blablabla, ich finde, wie es gut... Was nicht, viele verfügen über derartige mentale Kräfte, wie er es tut. Max und Sandalor, seid gewarnt, eine neue Macht erhebt sich. Willenskraft 66 gerade mal. Ja, nur ein kleines Heimatdorf, blablabla, bla, bla, das kennen wir schon. Feuerwand. Was? Feuerwand ist schon der Level 3? Fuck, was habe ich denn dabei? Plus 9? WTF? Warte mal, kann das sein, dass diese Drachenzauberer am Schien noch was können, was ich... Magieschutz, Aura der Vergeltung, nein, das ist garantiert nicht. Fernkampfschutz, bla bla bla, unwirksame Wille, Nahkampfrüstwert, 15 zu Intelligenz. Warte mal, das Ding, Drachenritter werden, wo, Drachenritter wurden gesegnet durch die Maxus-Rituale zu wahren Meister der Magie. Diese Macht konnten sie nach Belieben einsetzen, ganz gleich, ob zum Erschaffen oder Zerstören für das Gute oder das Böse. Schon bald reichte es einigen von ihnen nicht mehr aus, nur ihren eigenen Körper den arkanen Kraft auszusetzen. Stattdessen fingen sie an, auch ihre Ausrüstung zu bezaubern, um so noch stärker zu werden. So, 5 unwirksamer Wille, 5 zu Zerstörung, passive Fähigkeit. 5 zu Feuerwand, aktive Fähigkeit. 5 zum Weg des Kampfmages, aktive Fähigkeit. 5 zu Mana wirken. Upsala. Ring des Erzmages von Alorot. Warte mal, das muss ich auch. Was hatte ich? Mana wirken? Beim Nutzen? Das war schon. Ach ne, das hatte ich nur von 8 auf 10. Naja, gut. Was habe ich denn jetzt noch? Weg des Kampfmagers war doch so ein Mist, den ich nicht habe. Weg des Kampfmagers? Ja, toll. Ihr hattet einen Bonus von 30% auf euren Magieschaden. Ach, doch, das zählt, glaube ich. Ich muss das nicht mal leveln. Verdammt. Das ist natürlich nicht so cool, dass in den... Ja, Mana wirken ist jetzt... Warte, muss ich jetzt mal kurz spontan irgendwie ein bisschen Gold rankommen? Ja, der ist ja leider kaputt. Weil ich würde denn nämlich liebend gerne... So, was haben wir denn hier alles drin? Ich habe Schwert des Skorpions. Warte mal, ich kann ja erstmal... edle schwere Eisenachs. Ja, komm, die haben wir auch rüber. Habe ich denn hier nicht irgend... Ach so, Ultrix Rüstung gab es ja auch noch. Kristalldrachenhelm. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so richtig irgendwas, weil ich noch... Sladivas Drachenrüstung, Drochenknachen... Drochenknachenhelm, genau. Ring des Skorpions. Level 24 ist natürlich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, die Ausrüstung habe ich scheinbar nie zusammengekriegt. Ja, das Ding kann ich noch verkaufen. Gürtel des Skorpions, Haltkette des Skorpions. Ach, von den Veredelungen habe ich jetzt so... Habe ich jetzt zum Glück gar nicht viele, nicht wahr? Therapiebericht. Wieder hat man einen Willi. Alter Schwede. Die Truhe ist immer noch nicht mal halb voll. Ey, verdammt, wo kriege ich denn jetzt auf die Schnelle mal eben Geld her? Tja, schade, anscheinend gar nicht. Oh, das kann ich alles gar nicht ablegen. Gürtel ist wie bei uns, den kann ich ablegen. Ja, die Dinger, die verkaufe ich auf jeden Fall gleich schnell. Ja, das hauen wir raus. Taurus Armband. Ja, was kann das Taurus Armband überhaupt? Warte mal kurz gucken. Nichts. Okay, Badabusring. Die kann ich auch nicht ablegen. Ach so, wahrscheinlich, weil ich hätte ich da vielleicht eventuell mal welche Quests mitmachen sollen mit den Dingern. Ach, was soll's. Gelber Schlüssel. Toll. Ja,
eine Entzündung, das kann auch weg. Es ist sehr viel angenehmer, das Zeug so abzulegen. Unmöglich. Was? Ist alles möglich. Man muss nur dran glauben. Hallo! Es ist immer ein Vergnügen, euch im Turm zu sehen, Drachen. Ihr ehrt mich dafür. Ja, total. Helgi wird ein feierlich empfangen, bla bla bla. So. Der einzige Gegenstand, den ich verkaufen kann. Warte mal, ich könnte auch meine Billigtränke noch für Geld verticken. Ich muss ja nur irgendwie auf 10.000 Geld kommen. Das ist ja. Gold ist es ja sogar in diesem Fall. Was könnte ich denn hier noch? Hier, Wein kann ich verticken. Für einen, jawohl, das wird mich reich machen. Was habe ich denn hier noch? Mit eurer Stärke, da habe ich doch bessere dabei. Na bitte, das Geld reicht jetzt. Und davon habe ich auch noch 3 Stück. Ich verkaufe die Dinger sowieso mal, weil die hauen mir auch nur unnötig das Inventar voll. Hm. Hätte ich nicht gedacht, dass ich, wenn ich noch ein paar legendäre Gegenstände kaufe, ich tatsächlich so schnell unter Geldmangel leiden werde. Tja, naja. Gut, ich habe 10.000 Gold, sogar 11.000. Wenn jetzt irgendeine Mission kommt, mit ich so mir was kaufen, stehe ich ja wieder ganz am Anfang. Hätte nicht gedacht, ich war doch vorhin noch bei meiner Meinung nach 131.000 Gold. Da kauft man sich drei... Seid ihr wieder da? Ich bin bereit. Na, dann los. Da kauft man sich 3 legendäre Gegenstände und dann sowas. So. So. Ist das jetzt schon Level 15? Na, das war ja einfach auszuleveln. Ach, plus 9, genau. So. Mit O, dann. Warte, was ist denn das hier noch? Livias Ring. Ach so, ja, den könnte ich mal abgeben. Ach komm, ich mach das jetzt einfach mit Decimus. Weil ich kann das ja mit diesen einen Typen. Ich kann ja vorher mal abspeichern, aber. Ich kann ihnen ja sowieso nur 2 Gegenstände geben. Ich bin ja sowieso falsch. Warte mal, ich muss so. Wir sollten gescheite Rüstungen kaufen, Decius. Ja, gescheite Rüstung. Eigentlich ganz gut, dass der legendäre Händler da dich zum Glück noch... Landnerpromenade, Matthäusplatz, Rathaus. Ich will in die Landnerpromenade. Ich werde jetzt mal kurz gleich mit Quicksave zum hier Kollege Schnüschow gehen, zu den da vorne. Und die 2 Gegenstände geben, mal gucken, wie das endet. Oh, meine Mana-Regeneration ist glaube ich auch besser geworden. Haben sich eure Bemühungen hinsichtlich der körperlich Schwerfälligen als ergiebig erwiesen? Ja. Ich werde ihren Geist sogleich versklaven. Aha. Adieu, Drachenritter. Ihr habt einen Ring für Astrea erfolgreich abgeschlossen. Bitte wird eure Belohnung. Fertigkeitsbuch? Ja, gut, ne? Also, das ist natürlich auch jetzt krass, ne? Also, damit kann ich moralisch nicht leben. Also, anscheinend reicht ja, es reicht ein Gegenstand, reicht ihn aus. Na gut, aber ich, das hat er nicht verdient. Warte mal. Ich will jetzt keine falsche Taste drücken. Ich kann mich gerade nicht entsinnen, welche Taste Quickload war. Schnell speichern. Oh Mann. Nee, das kann ich Decimus nicht anführen. Außerdem kann er denn ja gar nicht rübergehen und hier. Nun, dann besprechen wir unsere Taktik. Nee, das kann ich nicht. Das. Nein, das kann ich nicht. Das geht moralisch. Das haut nicht hin. Da habe ich keine Skrupel. Wir wissen ja alle. Oder vielleicht einige wissen es. Matthäusplatz. Mann, ich vergesse mal, wo ich hin will. Wir wissen ja alle, ich kann nicht böse sein. Ich habe seit Venedig nicht mehr, wo ich es mal versucht habe. Ich kann maximal chaotisch gut sein. Das heißt, ab und zu kann ich mal ein bisschen böse sein, aber. Ich hätte zum Haus der Heiler gemusst, oder? Der Kreis des Vertrauens, das war doch hier mit Dr. West im Keller. Also ich muss nicht zum Platz. Immer dieses ewige Hin- und Herladen. Krampf. Narf. Wie auch immer. ich muss zum großen Marktplatz. Heute mal wieder seltsam verpeilt, muss ich sagen. Das Haus der Heiler war, glaube ich, die Bude da vorne. Die hat doch von außen eine recht seltsame Architektur. Sag mal, machen die da oben eigentlich Feuerwerk? Das sieht ein bisschen so aus. Die schießen irgendwie lustig in der Luft. Und dass ich da echt irgendwie einen tollen, super geilen Effekt sehen kann. Naja, gut. Warte, der lag, glaube ich, im Erstgeschoss, der Kollege. Ah, da war er doch. Wenn du 10 Goldstücke Decimus. Hast du den Ring gefunden, Drachenritter? Yep. So ein Glück. Seht es euch an, das kostbare Stück, dessen Juwelen so funkeln wie einst ihre Augen. Ah ja. Ich danke euch von ganzem Herzen, Drachenritter. Möge das Schicksal euch und den euren stets gewogen sein. Okay. Ihr habt vereint in Ewigkeit der Folge abgeschlossen, Blah-Phase. Na gut. Bringt jetzt nicht ganz so viel wie das andere. Doch, es bringt einen schlechteren Oberkörper, aber sonst. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Vereint bis in alle Ewigkeit, ja. Also das fand ich ein bisschen krass mit. Ich werde ihn sogleich versklaven.
Zack, und losgelegt. So, warte, wo ist denn hier sinistere Pläne? Ein Amulett reicht Rick für das Amulett seiner Mutter. Das ist schon zu hart. Ja, wer ist denn Rick? Geht es im Prinzip drei Schmuckkassetten? Drei Schmuckstücke sein? Es hat ja eins gereicht, scheinbar. Naja, gut, ich kann das sowieso niemand. So, ich glaube, das ist keine Sekunde. Ich sollte den Glück einen Besuch in der oberen Stadt abstatten. Genau. Super Plan.